Ja. Wenn ich da schon wusste, dass das echt ein Spaß wird. Ja. Wir müssen jetzt hier lang, dass wir hier jetzt rauskommen. Deswegen war das halt auch da schon so offen. Wo ich mich gewundert hatte. War die Musik voll laut mit einmal, ey. Wobei ich das alles ordentlich eingestellt habe. Dass die Musik nicht so laut ist. Machen wir noch mal ein bisschen leiser gerade. So. Okay. Dann raus hier. Lololo. Wir haben hier noch Sachen, aber egal. Wir wären auch an den anderen rangekommen. An die Kiste. Nicht so schlimm. Ich weiß noch gar nicht mal, wie der Kampf ging. Ich weiß, dass wir das Pferd brauchen, um schneller zu sein, auch ausweichen zu können. Das weiß ich. Aber sonst habe ich keine Ahnung mehr. Das wird ein Spaß. Oh ja. Da werde ich auch sterben. Glaube, hatte ich beim ersten Mal auch gehabt. Ich freue mich schon auf den Kampf. So was nicht. Aber schwer wird's trotzdem. Na? Gibt's was zu quatschen? Die Zeit ist also gekommen. Wach auf, Kleiner. Es gibt Arbeit zu erledigen. Ich weiß. Ich weiß, weiß. Ich glaube, das ist dann auch der letzte Kampf, ne? Und dann geht's auch zum Ende hin. Glaube ich. Die Schmiede des Erschaffers. Was ich mal ganz kurz gucken muss. Und zwar wegen dem Speicherplatz. Ich glaube, zeigt er gerade nicht richtig an. Hallo. Der Wächter dreht durch. Er ist durchgedreht, Reiter. Eideart weiß das nicht. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Gibt es das? Guck mal hier. Das hatten wir meine ich vorher schon beim Laden. Feuersch. Okay. Was war das? Verkaufen. Das passt gut zu den anderen. Findest du? Die wollte ich behalten. Das kann alles weg. Valus wird... Besessene Glehe. Behalte ich einfach mal. Platz haben wir ja. Also. Ist mir egal. Das passt gut zu den anderen. Das wollte ich behalten. Ne. Weg. Valus wird das gut. Ja, ist ja gut. Das passt gut zu den anderen. Kaufen. Valus wird... Kann ich gebrauchen. Danke. Und du, was zu quatschen? Nö, stumm. Ich dachte wenigstens... Ja, danke. Ich dachte wenigstens ein Grummen oder so kommt. Aber nö. Uiuiui. Okay. Bam, 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 bam. Das ist schön schnell. Ich liebe es, so schnell angreifen zu können. Wir gehen mal zu ihr. Ich glaube, der hat hier ein bisschen kaputt gemacht, ne? Kann das sein? Hallo? Na? Was wolltest du sagen? Die Finsternis keimt auf. Umgibt uns. Also wie immer dasselbe. Was alt war, ist wieder neu. Also nix. Ja.
Magie, Zorn bei Exkursionieren, Reap-Energie, Zornkosten. Okay. Geh mal her, kauf ich auch mal einfach. So. Ich vergleiche das einfach mal. Spezialfähigkeit, grimmig. Und das. Magie. Ich probiere das einfach mal aus. Ich kann ja immer noch wechseln. Das ist ja nicht das Problem. Aber wenn Zorn verringert wird, die Kosten, das ist auch recht schön. Ach, guck mal, was hier für Chaos veranstaltet hat. Naja, hätte mehr sein können. Das brennt halt nur ein bisschen, ne? Sonst nix. Jetzt hat er die Treppe kaputt gemacht. Das hat er gemacht. Böse. Meins. Meins. Hä, wie viel kriegt er von denen? Ich weiß, was ich ich hab das verkauft. Oh, fuck. Ich war doch auf Kaufen drauf. Ja. Okay. Ja. Passiert. Da bist du. Die Finsternis keimt auf. Umgibt uns. So. Das möchte ich. Achso, okay, nur 5. Okay. Danke. Nachdem ich meins außerdem verkauft habe. Passiert. Hehe. Ja, mit dir quatschen wir gleich. Erstmal will ich gucken, was hier noch alles so Schönes gibt. Was du für uns hast. Okay. Reicht. Kohle! Geld. Regiert die Welt. Oh ja, wie das stimmt. So. Was haben wir? Nicht ganz. Ey. Immer. Dann geht er da lang. Das ist doof. Nein. Das kann nicht sein. Der Steinbastard. Sag mir, wo ich den Wächter finden kann. Begebt euch zu den Ebenen vor der Stadt. Und beeilt euch. Eideart wartet dort auf euch beide. Ja. Nö, probier das nicht. Brauche ich nicht. Nein. Ja. Wie gesagt, ich darf halt gegen den kämpfen. Das wird echt spaßig. Sehr spaßig. Jo, dann nochmal mal hier lang. Ich frage mich, ob die Erschaffer genauso lang laufen. Oder ob die so weit springen können, dass sie da rüberkommen. Fragen über Fragen. Und der Bub ist natürlich, steht da wahrscheinlich auch schon wieder rum. Und ich muss natürlich hinlaufen. Der Wächter. Nein! Erschafferknochen, tut das weh? Ich kann ihm nicht helfen, Reiter. Tu dein Schlimmstes.
Töte den Wächter! Yeah! Zeig mir den Weg. Jetzt muss ich... Ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich machen muss. Ach ja. Jetzt weiß ich es wieder. Auf seinen Arm schießen. Na komm! Na komm! Bam! Oh Mann. Hä? So. Bin ich grad doof? Ach fuck. Ja, ich bin doof. Ich bin doof. Ich hab seinen Arm gesucht und nicht gefunden. Das war das Problem gerade. Muss man nicht drauf einschlagen halt, ne? Hey. Fuck. Warte mal. Was mache ich denn da weg? B. Hey. Achso. Oder? Wie ging das jetzt? Okay. Nochmal. Ich musste erstmal wieder reinkommen. Na? Tun wir ja auch. Wie aktiviere ich das Ding denn? Ach so. Okay. Okay. Sieh nach, was du finden kannst. So war das. Alles klar. Wie gesagt, ich musste halt erstmal wieder reinkommen. Na komm. Und das ist halt eine ordentliche Taktik, immer so rumzulaufen. Hey, die Musik dazu ist so schön. Ist so geil, ey. Sehr schön. Das Problem ist, das wird halt noch schwerer. Ach, warte mal, ich gehe mal in die andere Richtung jetzt. Genau deswegen. Geh weg. Fuck. Genau so war das. Okay. Aufsteigen. Und nochmal. Nein. Es wird Zeit, dass du etwas findest.
Ja, genau so. Bleib so. Oh, cool. Bam. Sehr schön, jetzt fehlt nur noch der Kopf. Aber der Kampf ist schon geil. Die dunklen Krallen. Ein Fürst der Toten, der den abgesetzten König Argul loyal war, schmiedete diese Krallen aus dem Herzen eines Gletschers. Als Argul gestürzt wurde, wurden viele seiner Anführer vernichtet. Und die dunklen Krallen schienen auf ewig verloren zu sein. Diese Waffen sind erfüllt mit der Essenz des tiefkalten Winters. Und jeder Schlag mit ihnen lässt das Blut ihrer Gegner gefrieren. Jene Feinde, die durch die Krallen zur Unbeweglichkeit erstarren, sind noch verwundbarer und erleiden bei Angriffen in diesem Zustand schreckliche Wunden. Ja. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck, so wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Dem können wir nicht entkommen. Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Ausweichkonter. Wenn Tod einen gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, flackert seine Reaper-Gestalt kurzzeitig auf, um einen Gegenangriff zu starten. Ui. Uiuiui. Herz des Berges. Asche zu Asche.